Weiter geht es mit der Fähre über den Bodensee nach Romansholm. Hier besuchen wir das Automobilmuseum. Die Autobau AG in Romanshorn ist ein Unternehmen, in dem sich alles um die Begeisterung fürs Automobil und Rennsport dreht und das diese Faszination für Besucher erlebbar macht. In ihrer Art und Lebendigkeit ist sie einmalig. Auf dem stillgelegten Industrieareal die Autobauerlebniswelt. Nach dem Intro geht es weiter mit dem Museumsbesuch. MS Film sind Magdalene und Matthias, seit über 40 Jahren reisen wir mit unserem Wohnmobil durch Europa. Wir brechen nun zu unserer weitesten Reise auf. Unser Ziel ist Zypern. Auf dem Weg dorthin sehen wir uns interessante Orte an und berichten in einem jeweiligen Video darüber. Wir haben uns entschieden, den kurzen Weg über den Bodensee zu nehmen. Unsere Hoffnung auf Sonne war leider wie schon seit Tagen nicht in Erfüllung gegangen. Aber auch so konnten wir die 45 Minuten auf der Fähre gut verbringen, kein Seegang, so dass wir ohne Probleme in Romanshorn an Langi fahren dürften und weiter zum Automuseum fahren. Schluss! Nein! Noch ein Blick auf das Zeppelin-Museum, was wir gestern besucht haben. Wir kommen mit der Fähre über den Bodensee und erreichen das Museum nach wenigen Kilometern. Von der Museumsleitung wurden wir unterstützt und bedanken uns für diese Unterstützung. Seit 15 Jahren zieht es Autoenthusiasten aus der ganzen Welt nach Romanshorn in die faszinierende Fahrzeugsammlung von Freddy Lienhardt. Der passionierte Autobauinhaber, Unternehmer und Rennfahrer hat eine einzigartige Erlebniswelt geschaffen. 120 Exponate, vorwiegend aus dem Bereich Motorsport, sind in den denkmalgeschützten Industriehallen beheimatet. Hinter den historischen Backsteinmauern vom ehemaligen Alkoholtanklager in Romanshorn steht das Allerheiligste. Rennwagen, Straßenautos, Limousinen aus der Vergangenheit mit Formgebungen, die Autoliebhaber zum Träumen bringen. Im zwölfeckigen Polygon ist die weltweit
Einzigartige Formel, eine Ausstellung der helvetischen Marke Sauber, die Primadonna im Schweizer Motorsport, untergebracht. Die Autobauerlebniswelt ist eine Wohlfühloase inmitten von schönen Fahrzeugen. Die sonnige Terrasse mit Blick auf die Rennstrecke lädt zum Verweilen ein. Sidecar aus 1980 mit 130 PS. Es gab verschiedenen Reglementsänderungen in 1980 für dieses Chassis. Das entwickelte Sidecar wurde nur für ein Jahr eingesetzt, es folgten danach größere Regeländerungen. Das Fahrzeug wurde von Bruno Holzer und Charlie Meyer-Hans an der WM 1980 eingesetzt. Die Radaufhängungen bestehen vorne aus Gabelschwinge, hinten und Seite aus Radträgern mit Schräg- und Querlenker. Bremsen, Bremsscheiben und Bremszangen von Racing, Stoßdämpfer von Bilstein. Die Chaos-Serie ist aus Kevlar. Mehr Power geht nicht. Top Fuel ist die Bezeichnung für die allerstärksten und schnellsten Drecksteher. Die Rennen gehen über 305 Meter, die Reifen an der Antriebsachse werden mit nur 0,3 bar gefüllt, wodurch eine größere Auflagefläche gewährleistet ist. Die Beschleunigung ist dermaßen stark, dass nach nur 4 Sekunden das Rennen vorbei ist. Der Ferrari 250 GTO gilt als teuerstes Auto der Geschichte, es soll im Jahr 2017 ein Exemplar für 70 Millionen USD den Besitzer gewechselt haben. Gerade einmal 39 Exemplare wurden gebaut, darunter drei besonders seltene 4-Liter-Versionen, die auch 330 GTO genannt werden. Dieser 330 GT wurde 1984 in Maranello bei Ferrari für den britischen Rennfahrer David Piper zu einem 330 GTO umgebaut. Mit dieser Replika bestritt er diverse historische Rennen. Nachdem der BMW ML Procar 1979 an Mai Heidegger ausgeliefert wurde, bestritt er gleich das erste Rennen der Procar-Serie. In der Procar-Serie 1979 wurde das Auto von BMW dann 1981 bis 1984 in deutschen und schweizerischen Meisterschaften eingesetzt. Ettore Bugatti war einer der erfolgreichsten Automobilbauer der Geschichte. Er gilt als Genie und beeindruckte mit seiner charismatischen Persönlichkeit. Geboren in einer italienischen Künstlerfamilie. Ettore Bugatti wurde Automobilkonstrukteur und gründete 1910 im französischen Molsheim die Automobiles Ettore Bugatti. In den Jahren 1912 bis 1933 waren seine Rennwagen kaum zu schlagen. Ettore Bugatti pflegte einen aristokratischen Lebensstil, er liebte die Kunst und die Philosophie, auf seinem Landsitz widmete er sich der Pferdezucht, seine Passion für Kutschen und Dressurpferde war legendär und betrieb Landwirtschaft. Er faszinierte seine Mitmenschen mit seiner beeindruckenden Ausstrahlung. Kein anderer Automobilkonstrukteur revolutionierte den Rennwagenbau so sehr wie Ettore Bugatti. Der Lola T70 wurde von Eric Broerlei entworfen. So entstanden zwischen 1965 und 1967 gesamt 32 Exemplare. Dem T70 gelang 1966, mit 5 Siegen aus 6 Rennen, den Durchbruch. Die Fahrer waren John Surtees und Gurney und Mark Do. 1973 wurde der Sauber C3 im Auftrag von Kunden gebaut. Das Fahrzeug ist mit einem Ford Cosworth BDG V4-Zylindermotor. Gut 1598 cc ausgestattet.
Dieser zweisitzige Rennwagen wurde vorwiegend bei Läufen zur Schweizer Meisterschaft und Bergrennen im benachbarten Ausland eingesetzt. Die Karosserie des C3 wurde erstmals bei der Firma Paukoplast in Meilen in Auftrag gegeben. Peter Sauber fuhr am 29.1974 September mit einem C3 in St. Peterzeihemberg sein letztes Rennen. Beim C19 fallen die Auspuffauslässe am Oberteil der Motorenabdeckung auf. Am ganzen Fahrzeug wurde drastisch Gewicht reduziert. Dadurch konnte mit mehr Ballast und bessere Balance gefahren werden. Trotz der großen Anstrengungen des Teams, blieb letztlich nur der 6. Platz in der Konstruktionswertung. Der BMW Sauber FL06 war der erste Formel 1 Rennwagen des 2006 aus dem Sauber Motorsport. Hervorgegangenen Teams BMW Sauber FL. Das ausgestellte Auto wurde 2006 von Nick Heidfeld gefahren. Nachdem die Firma Honda anfangs der 60er Jahre der weltgrößte Motorradhersteller wurde, entschloss sich der Gründer Soichiro Honda Autos zu bauen. Der Honda S800 wurde als Cabriolet und als Coupe mit Hecktür im Verkauf angeboten. Es gab auch eine Rennversion mit dem Namen Honda S800M mit 90 PS. Mini, ein Auto, das nicht jeder fährt.
Sein Frontantrieb und der quer eingebaute Vierzylindermotor in Verbindung mit der neuartigen Kompaktkarosserie machten ihn zu einem Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte des Automobils. Anstoß für die Entwicklung des kleinen und sparsamen Automobils war die Suezkrise von 1956. Die erste Energiekrise mit deutlich spürbaren Auswirkungen für die westliche Welt. Die ersten in Birmingham hergestellten Fahrzeuge kamen am 18. August 1959 auf den Markt. 1956 wurde der viertürige Volvo Amazon, für den Exportmarkt Volvo 121 und Volvo 122S, vorgestellt. Dank des an der Oberseite gepolsterten Armaturenbretts, einer Windschutzscheibe aus Verbundglas und Befestigungspunkten für Sicherheitsgurten vorn und hinten war der Volvo Amazon 121-122S für damalige Verhältnisse sehr sicher. Der Jaguar XK120 war ein zweisitziger Roadster. Der XK120 entstand als Verlegenheitslösung für die London Motor Show im Oktober 1948. Die Karosserieentwicklung bei Pressed Steel war aber noch nicht abgeschlossen, so dass die Idee entstand, den Motor im Gewand eines schnittigen Sportwagens auszustellen. Zunächst war dieses Auto nur als Kleinserienfahrzeug konzipiert gewesen und mit einer Aluminiumkarosse versehen, die auf einem Eschenholzrahmen montiert war. Nachdem die Kundschaft dann unerwartet großes Interesse an dem Fahrzeug zeigte, so dass einer Stückzahl von 7373 Exemplaren hergestellt wurden. Der 2CV mit 2-Zylinder-Boxer-Frontmotor mit 602 Kubikzentimeter, 29 PS bei 5750 Umdrehungen Dimin, Frontantrieb, Viergangschaltung ca. 100 km pro Stunde schnell. Die kultige Ente wurde von der Fachpresse nicht ernst genommen und verspottet. Doch in den folgenden Jahrzehnten wurde die Ente zu einem der bekanntesten Automodelle Frankreichs. Spannend ist die Entstehungsgeschichte. Vorgabe war, das Aussehen ist egal, jedoch muss sie problemlos alles transportieren. Sie soll ein Auto sein, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln, einen Zentner Kartoffeln oder Platz für ein Fass Wein bietet, mindestens 60 km pro Stunde schnell ist und dabei nur 3 Liter Benzin auf 100 km verbraucht. Es muss ausgesprochen gut gefedert sein, so dass ein Korb voll mit Eiern eine Fahrt über holprige Feldwege unbeschadet übersteht. Asphaltblase oder Knutschkuge Renzo Rivolta, der Firmenchef des Motorradherstellers Iso Rivolta, baute 1954 ein Rollermobil in ungewöhnlicher Form, die Iso Isetta. Die Isetta wurde von BMW auf dem Turiner Autosalon als eine neue Chance entdeckt. Nachdem BMW mit Iso handelseinig wurde, kam eine Isetta ins BMW-Werk und ihre Konstruktion wurde optimiert. Die einfache Bauweise der Isetta brachte dem BMW Erfolg. Dieser Erfolg der Isetta bereitete den Boden für Entwicklung von neuen Mittelklasse-Modellen, die dann als BMW 500 und so weiter heraustraten. Ohne den Erfolg der Isetta würde es BMW vermutlich nicht mehr geben.
Wir haben längst nicht alles in diesem kurzen Film zeigen können, dann werden die Filme einfach zu lang. Wir sind jedoch von der Ausstellung sehr beeindruckt. Wir haben schon einige Ausstellungen besucht, aber bisher keine gesehen, die so professionell die Exponate zeigt. Es ist beim Rundgang zu spüren, dass hier mit sehr viel Sachverstand die Information aufbereitet wurde. Wir können jedem empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, die Ausstellung zu bewundern. Wir werden nun weiter zu unserem Ziel Zypern fahren. In den nächsten Wochen entstehen auf dem Weg dorthin weiter Filme. Vielleicht hat diese Art der Präsentation gefallen, das würde uns anspornen, weitere Filme zu erstellen. Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern für das Interesse an diesem Film. Wenn man unsere Reise weiter verfolgen möchte, dann abonnieren oder sucht nach der nächsten Etappe. Wir würden uns über Anregungen, ein Abo und einen Daumen hoch freuen, auch ein Kommentar, kann uns helfen, die Filme noch interessanter für unsere Zuschauer zu gestalten.